Es war mal wieder Showtime und zwar von dem Amtsgericht in Karlsruhe. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Games Anwalt. Nämlich Free-to-Play war mal wieder Thema, genauer gesagt Metin 2 von Gameforge. Und da gab es einen Spieler, der dieses Spiel eben kostenlos nutzte und trotzdem Ärger bekam. Da ist er einem Anschein nach allerdings nicht ganz unschuldig dran, denn er hat wohl beleidigt. Da wurde er deswegen schon mal gesperrt. Und nachdem er wieder freigeschaltet wurde, hat er sich wohl bei irgendeinem Event nicht an die Regeln gehalten. So der Sachverhalt, was auch zwar bestritten, aber nicht substantiiert bestritten wurde, deswegen erstmal so angenommen wurde. Daraufhin hat Gameforge gesagt, ja, nun Schluss, ne? Also nun wird nicht mehr gespielt. Und damit war es dann eben aus mit Metin 2 für unseren Kläger. Der ist dagegen eben vorgegangen und das Amtsgericht eben in Karlsruhe hat dazu ein Urteil gesprochen. Und das gibt ja bisher noch nicht so viele Urteile in diesem Free-to-Play-Spielbereich. Deswegen ganz spannend, da vielleicht mal reinzugucken, auch wenn das hier, wie ich finde, nur so halb weiterhilft. Im Ergebnis nämlich kommt es dann zu der Aussage, dass es sagt, ja, diese Kündigung hier war rechtmäßig. Und das liegt zum einen daran, dass sie in den AGBs bei diesem eben erstmal kostenlosen Free-to-Play-Spiel geschrieben haben. Der Vertrag kann von beiden Parteien, also auch von Gameforge, jederzeit ordentlich mit sofortiger Wirkung gekündigt werden, sofern eine befristete Laufzeit nicht vereinbart wurde. Ja, wurde nicht vereinbart, also wurde das so erstmal angenommen. Das wurde auch vom Gericht nicht beanstandet. Man hat sogar noch weitergeführt und ein bisschen überlegt, was ist das denn für eine Art Vertrag, den wir hier haben. Ein Mietvertrag wurde schon mal abgelehnt. Da hätte man nämlich normalerweise sowas wie eine Befristung und Kündigungsfristen wahrscheinlich gehabt. Wurde gesagt, nee, so ein Spiel ist keine Miete. Da nutzt man nur, da mietet man nicht. Und sogar ist es eher sowas irgendwie zwischen Laie und Auftrag. Gemischter Vertrag. Was es genau davon ist, ist eigentlich egal, weil das Schöne ist, laut Gericht, es gibt nämlich jeweils die Paragraphen auch dazu, was und wann gekündigt werden darf. Und das Schöne ist eben, sowohl bei der Laie als auch beim Auftragsverhältnis steht, wenn nichts vereinbart wurde, kann jederzeit das Ganze beendet werden. So steht es im 604 Absatz 3 und 671 Absatz 1 bürgerliches Gesetzbuch. Ja. Also kam man gut raus. Und es wurde auch noch gesagt, treuwidrig sei diese Kündigung hier übrigens nicht gewesen. Unser Kläger hat sich das selbst zuzuschreiben und damit war es eben jetzt vorbei mit Metin 2. Boah, das reimt sich ja sogar. Was mir jetzt an diesem Urteil sozusagen nicht so gefällt, ist die offene Frage, ja, was ist denn nun, Free-to-Play heißt ja trotzdem, die Partei auf der anderen Seite will ja manchmal Geld verdienen. Und hier wird angedeutet im Sachverhalt auch, dass der Kläger virtuelle Gegenstände gegen virtuelles Geld erworben hat. In einigen Besprechungen steht dann, dass er dafür Geld ausgegeben hat. Echtes, das konnte ich diesem Sachverhalt hier nicht entnehmen. Weil virtuelles Geld kann man bei Metin 2 wohl auch bekommen, indem man Daten zum Beispiel von sich preisgibt. Ob das hier nur der Fall war oder ob er wirklich dafür bezahlt hat, ist unklar. Das Gericht geht auch auf diese Frage nicht mehr ein. Und das ist ja eigentlich die wichtige für viele, die dann für solche Free-to-Play-Spiele schon ordentlich Geld abgegeben haben, damit sie irgendwelche Dinge sich dann dort erkaufen. Spielzeit zusätzlich, Vereinfachungen, irgendwelche Items und so weiter. Wie ist es denn dann? Ja. Dazu sagt das Urteil erstmal gar nichts aus. Also müssen wir das in den Fällen dann doch nochmal überlegen. Ist das, was ich da ausgebe für virtuelle Gegenstände, nicht vielleicht doch eine Art Bezahlung? Und wächst daraus nicht auch eine Treuepflicht, dass mir länger dann entsprechend der Spielspaß auch gegönnt werden muss? Ich muss also eine angemessene Zeit, nach meinem Verständnis, zumindest dann auch diese virtuellen Gegenstände nutzen können. Also das einfach so mal kündigen, geht dann meines Erachtens so einfach nicht. Oder ich habe zumindest dann einen Ersatzanspruch wegen unberechtigter Bereicherung. Und wenn ich aber jetzt irgendwelche Verfehlungen begehe, dann ist die Situation vielleicht ein bisschen anders. Da könnte ich schon selber ja auch schuld sein, wenn mir das vorher bewusst war. Dann ist dem anderen sicherlich auch nicht zuzumuten, den Vertrag aufrechtzuerhalten. Aber auch dann muss man trennen zwischen dem einen Vertrag hinsichtlich der Frage, darf ich noch weiter spielen oder nicht? Und der zweiten Frage, was ist jetzt mit meinen virtuellen Gegenständen? Die kann ich ja nicht kriegen, sind ja virtuell. Aber muss ich da vielleicht dann trotzdem dann zumindest teilweise einen entsprechenden Ausgleich wiederum bekommen? Da fehlen noch Urteile, das wird noch spannend. Und das wird sicherlich auch noch die Gerichte beschäftigen, weil diese Frage ist schon öfter in letzter Zeit auch bei mir angetragen worden. Und ich kann nicht so richtig eine Antwort dazu geben. Also, bleiben wir dran an dem Thema. Das war's dann für heute mit dem Games Anwalt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
frohes Spielen und, was lernen wir daraus auch übrigens, nicht beleidigen und immer nach den Regeln spielen. Ja, sonst macht das Spielen keinen Spaß. Hat schon Loriot gewusst. Tschüss.